Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream hier auf Dannelbär TV. Es ist Winter, die Falle ist gerade ausgelöst, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir sind im vierten Jahr, es ist 5.35 Uhr morgens am. Ist das der letzte Wintertag? Sieht ganz danach aus. So, die Jungs hier schreien schon wieder fleißig nach Holz. Gehen wir einmal schnell hier die Fallen klären und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen Brennholz nachlegen. So, die läuft noch. Die Vogelfalle war, glaube ich, schon kaputt. Gucken wir mal, was hier los ist. Okay, hier sind ein paar Äxte drin. Ach so, ich hatte mich, glaube ich, soweit vorbereitet, dass wir zum Händler gehen können. Da jetzt aber die Axt wieder im Eimer, beziehungsweise das Holzproblem da ist, werden wir erstmal ein bisschen Holz hacken müssen. Weil es bringt ja jetzt nichts, wenn wir in eine Stadt rennen und unsere lieben Bewohner hier frieren müssen. Das ist ja gemein, sowas machen wir nicht. Also hacken wir erstmal ein bisschen Holz. Ja, wie ihr wisst, also ich spiele das hier offscreen überhaupt nicht. Das ist ein reines Streaming-Spiel hier. Völlig uncut und ohne, dass ihr irgendwas verpasst. Deswegen brauche ich auch bei jeder Streaming-Session gefühlt 3, 4 Minuten, um erstmal wieder reinzukommen, zu gucken, was hier überhaupt los ist. Ja, wenn man dann halt 2, 3 Tage gar nichts gemacht hat. Dann ist das eben so, spätestens wenn man in mein Alter gekommen ist. So, dann lass uns mal sehen. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann laufen wir hiermit wieder zurück, machen ein bisschen Brennholz und dann schauen wir mal, was in diesem Dörflein auf uns wartet. Ich glaube, Steuerschuld dürften wir noch haben. Die haben wir noch nicht beglichen. Und ja, das wäre dann wahrscheinlich das erste Ziel. So, die Axt wieder rüber, die brauchen wir gerade nicht. Und dann geht das hier los mit dem Brennholz. Ich denke, das reicht auch. Die Holzfäller sind ja fleißig. Sollte also dann, wenn das so als kleine Starthilfe, und dann sollte das laufen. Weiß gar nicht genau, wie viel da jetzt bei rauskommt. Ich glaube 4 pro. Da sind wir ja schon bei fast bei über 30 Einheiten. Das sind 2 pro Person. Ja, da werde ich schon mit klarkommen, denke ich. Zumindest für den Moment. So. Ach ja, das liebe ich an diesem Spiel. Diese Craft-Zeiten, wo man gezwungen ist, einfach da zu stehen und zuzugucken. Da kann man richtig, richtig schön runterkommen und auch reinkommen in die ganze Situation und in diese mittelalterliche Atmosphäre. So, Holzthematik ist geklärt. Trinken wir noch schnell einen Schluck. Wie sieht es mit Essen aus? Habe ich da was Brauchbares? Ne. Könnte mal gerade einmal ins Lebensmittellager gucken, ob ich noch ein bisschen gebratenes Fleisch da rumliegen habe. Erstmal das Normale rüber. Guck mal hier ein bisschen gebratenes Fleisch. Nehmen wir mal. Und dann hauen wir uns das in den Kopf. Bringt ja nichts, wenn wir hier fast verhungern. So, ach ja, richtig. Die Fischerhütte hatten wir gebaut. Haben wir da überhaupt schon einen reingesetzt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da fehlte uns noch Personal für. Mal schnell gucken. Ich glaube, da ist noch keiner drin. Sollen das mal sehen. Also als erstes Steuerschulden haben wir nach wie vor. So ein Ärger. Also da müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern. So, und jetzt lass uns mal gucken. Wir haben einmal den Tierzüchter. Holzfäller, nee, wir haben keinen Fischer. So, was haben wir denn hier? Gastwirt haben wir, Schmied haben wir, haufenweise Mütter haben wir, Tierzüchter haben wir zwei. Sammler, ja doch, das sieht auch ganz gut aus. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt als erstes mal ins Dorf, gucken, dass wir die Sachen verkauft kriegen. Vielleicht kriegen wir ja dann noch mal ein bisschen Geld zusammen, um eventuell zumindest die erste Steuerlast zu bezahlen. Ansonsten sammle ich einfach noch mal ein paar Steine. Stöcke hat man ja, glaube ich, in der Kiste noch reichlich. Gucken, ob die noch da sind. Und dann bauen wir noch ein paar Messer. Ja, das glaube ich auch eine gute Idee. Was hat er jetzt? Ach ja, richtig. Ich habe ja aus Versehen irgendwas verkauft, was ich nicht hätte verkaufen dürfen. Und deswegen friere ich jetzt immer. Auch das habe ich erfolgreich verdrängt. So, 12 Stöcker. Ja, da werden wir so richtig viele Messer mit herstellen können. Wird wohl eins. Was hat man dagegen getan? Ach ja, genau. Ich hatte die Fackel permanent in der Hand. Dann ging das einigermaßen. So, dann lass uns noch mal gucken. Also, den können wir verticken, den können wir verticken. Das behalten wir, das behalten wir. Die Steinhacke, die Sichel, da können wir auch eine von verticken. Die Pfeile können wir auf jeden Fall verticken. Wobei der eine war hier, kann ich den wegwerfen?
Ach, wobei, nee, komm, ich behalte den einfach in eine Tasche. Vielleicht können wir da ja irgendwann noch mal was mitmachen. So, und Moment mal, Pelz konnte ich doch mittlerweile auch schon irgendwas mit herstellen. Lasst uns da noch mal gucken. Irgendwas haben wir da gekauft. Craften, Näherei. Schuhe. Die waren das. Da fehlt auch noch Leder. Würde ich jetzt die Taschen noch mal zurückschrauben auf 30%. Der Trinkschlauch braucht Leinenfaden. Gut, den können wir dann auf 0 setzen. Oder machen wir hier 40 und hier 50, dass wir erstmal die 100% voll haben. So, dann läuft das. So, dann lass mal einfach rüberrennen. Fackel in die Hand, dass wir nicht frieren. Habe ich jetzt die Steine und so rausgeschmissen wieder? Nicht, dass ich jetzt gleich wieder überladen bin. Nee, habe ich nicht. Aber so kann ich unterwegs noch ein paar Stöckchen einsammeln. Machen wir noch ein paar Messer. Ich glaube, wir können jeden Cent gebrauchen im Moment. Stöcker lassen sich unterwegs definitiv leichter sammeln als Steine. Also ist das nicht so schlimm, wenn wir jetzt ein paar dabei haben, denke ich. Huch. Schön auf Kurs bleiben. Ja, dann wird definitiv jetzt das erste Ziel sein, die Steuern loszuwerden. Schauen, ob wir das diese Saison noch schaffen. Irgendwie, also diesen Winter. Ja, wenn wir uns ganz doll reinhängen mit Steinmessern und so, sollte das klappen. Weil sonst haben wir nämlich das Doppelte nachher vor der Brust, wenn nicht sogar noch mehr. Und ja, da habe ich ehrlich gesagt mal so gar keinen Bock drauf. Ah, guck mal, jetzt gehen noch ein paar. Nee, da habe ich wirklich keinen Bock drauf, das jetzt machen zu müssen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Steinmesser machen. Steinmesser, Steinmesser, Steinmesser. So lange, bis wir, ich weiß nicht, wie viel das ist. Wir können im Höchstfall brauchen wir, glaube ich, 1000 Messer. Dann sollten wir es zusammen haben. 1000 sage ich schon, 100. Aber ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. So viele brauchen wir nicht. 100 Messer wären ja nur 1000 Stöcker. Wir laufen einfach erstmal. Da wird sich schon was finden. Ja, müssen wir aber. Wenn wir es jetzt, wie gesagt, wenn wir es jetzt im Winter nicht schaffen, dann haben wir es im Frühling an der Backe. Und im Frühling werden wir definitiv das Problem haben, dass wir dann die doppelte Menge direkt haben müssen. Ja, finde ich jetzt nicht so cool. Im Frühling haben wir andere Sachen zu tun. Da können wir das Feld komplett bestücken. Ich hoffe, dass wir das dann auch wirklich mal einmal richtig voll kriegen. Das wäre richtig cool, wenn das klappen würde. So, bevor wir jetzt da reingehen, nochmal nachlegen hier. Ja, guck mal, das sind doch schon ein paar. Ja, was mir an der Stelle jetzt auch gerade einfällt, der Stream am Freitag kann sein, dass der komplett ausfällt oder verkürzt stattfindet. Ich weiß nicht, ob ich das im Stream überhaupt schon erzählt habe. Bin ja hier gerade am Renovieren und so weiter in meinem Büro und habe jetzt letztes Wochenende eine neue Tür bekommen. Die ist auch tatsächlich geliefert worden, wurde auch eingebaut und so weiter. Jetzt ist aber ja, das Problem, dass die Zarge völlig schief ist. Jetzt ist die Tür drin, aber abschließen ist, ja, wie soll ich das sagen, eine Qual, um es vorsichtig auszudrücken. Beziehungsweise es ist ein Riesenspalt noch oben in der Tür drin und so weiter. Ersten Schlüssel habe ich schon fast abgebrochen, also nicht cool. Und ja, jetzt war heute Morgen der Handwerker da, hat sich das nochmal alles angeguckt und er meint, am Freitag soll die neue Tür da sein und soll dafür sorgen, dass das dann alles funktioniert. Und das Problem ist halt, dass die dann direkt eingebaut werden muss. Und ich habe keine Ahnung, wann die kommen und wie die kommen und wie lange das dann alles wieder dauert. Und ja, während die hier an der Tür am Rumwerkeln sind, brauche ich keinen Livestream machen. Das macht für euch überhaupt keinen Sinn. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben 800. 800, wir brauchen 1300. Das heißt, uns fehlen jetzt noch 500. Das wären also ganz grob gesagt 500 Stöckchen. Was kriege ich eigentlich für einen so einen Stock? Jo. Okay. Also das wird eine Menge. Nur mal gucken, wie weit wir da kommen. Der Vorteil ist, im Winter ist tatsächlich die Situation mit den Steinen relativ simpel. Aber 500 jetzt nur mit Messern. Wie viel muss ich denn da machen? 10? Nee. Das ist ja nicht wahr. Ich kriege ja 50, muss ich da machen. 50. So, und pro Ding sind 10 Stöcker nötig und 2 Steine, richtig?
Nee, 5 Stöcker und 2 Steine. Das heißt, wenn ich 50 Messer machen muss, sind das 100 Steine und 250 Stöcker. Ach komm, das ist ja überhaupt gar kein Problem hier. Doch, das können wir machen. Das sollte überhaupt kein Thema sein. Muss nur gucken, dass ich die Balance so ein bisschen halte. Nicht, dass ich zwischendurch wieder mega überladen bin. Das heißt, jetzt erstmal wieder auf Steine konzentrieren. Fackel in der Hand. Davon werde ich wohl auch noch eine nachbauen müssen zwischendurch. Gehen wir gleich mal Richtung Strand und holen mal noch eine Fackel dazu. Ja, und ansonsten habe ich dann nächste Woche den Handwerker hier für die Inneneinrichtung. Der zieht mir hier noch eine kleine Wand, sodass ich quasi so ein abgetrenntes Schreibtischteil habe, wo ich dann auch nachher schön mit hier Lärmschutzplatten oder wie die Dinger sich schimpfen und so weiter hier ein vernünftiges Studio draus machen kann. Nein, ich mache das nicht für YouTube und auch nicht für Twitch. Dafür bin ich bei weitem nicht groß genug, dass ich das in irgendeiner Form rentieren würde. Aber auch beruflich durch diese ganze Piepsituation hier mit dem kleinen roten Kügelchen mit den Stacheln dran, ist es eben auch so, dass ja, meine Arbeit sich auch fast komplett nur noch über Zoom etc. Verlagert hat. Und ja, ich finde das halt angenehmer. Zum einen dadurch ist das Zuhören von außen nicht mehr ganz so gut möglich, weil ich bin ja hier in der Stadt quasi drin oder in der Innenstadt. Marktplatz quasi direkt vor der Tür und ja, das muss dann nicht sein. Da fühle ich mich dann ein bisschen wohler mit, wenn das alles vernünftig isoliert und gedämmt ist und so weiter, so dass einmal von außen der ganze Krach nicht reinkommt, den man ja hin und wieder auch mal in den Streams hört und vor allem auch meine laute Stimme beim Telefonieren nicht immer nach außen dringt. Muss ich auch darauf achten wegen Datenschutz etc. Ja, und das ist halt der Hauptgrund, weswegen ich das mache. Und ja, das schöne Beiwerk ist, dass sich die Qualität hier bei YouTube dann Stück für Stück mitverarbeitet. Wenn ich dann anfange, ich hatte jetzt hier mit so einem, mit so einer billigen Webcam, habe ich hier, die habe ich hier schon hängen, aber die werde ich wahrscheinlich nicht nutzen. Aber das Mikro, was ich hier habe, das sind alles so 10, 20 € Dinger, die du bei Amazon schießen kannst. Oder 30, irgendwie sowas. Und ja, für den Anfang ist das okay, aber da es ja jetzt im Moment danach aussieht, als würde diese Situation länger anhalten, beziehungsweise sehe ich aktuell auch keinen Grund dafür, diese Situation wieder so zu machen, dass ich so viel durch die Gegend fahre, weil ich muss sagen, die, ich bin im Außendienst, die 4 bis 6 Stunden am Tag, die ich im Auto verbracht habe, die kann ich jetzt damit verbringen, meine Kunden glücklich zu machen. Und ja, das ist schon für alle Beteiligten teilweise angenehmer, ne? Weil die Kunden sparen da dann halt auch die Zeit, sparen den Kaffee vor allem. Ich spare die Zeit auf der Autobahn. Also schon hat Vorteile für alle. So, lass uns mal sehen. Also, das war jetzt hier Überleben. Die 3 Punkte haben wir schon. Den haben wir schon. Oh, hier haben wir richtig viel schon, ne? Fels in der Brandung haben wir auch. Athlet, Ausdauerverbrauch bei Bewegung. Das wäre, glaube ich, eine coole Sache. Schnellere Bewegung im Wasser, Alkoholresistenz. Das habe ich schon, das habe ich auch schon. Eiserne Leber. Ja, ach, Vergiftung sehe ich jetzt keinen Stress. Das hier wäre vielleicht eine coole Nummer. Machen wir mal direkt. Können wir 2 Punkte reinsetzen. Vielleicht haben wir Glück und unsere Frostbeulen sind dann gleich weg. Das wäre ja was. So, und dann lass uns mal weitergucken. Jetzt habe ich so viel gequatscht, dass ich den Faden verloren habe. Machen wir noch ein paar Messer. Dann müssen wir mal gucken, wer hier überhaupt noch Kohle hat. Wobei, da braucht man sich, glaube ich, jetzt auch weniger Sorgen drum zu machen, ne? Die meisten sind ja gut ausgestattet. 14. So. Dann lass uns mal hier reinhüpfen. Zeige mal deine Ware und weg damit. Den durfte ich nicht verkaufen. Den Rest behalte ich erstmal. Stöckchen wäre jetzt wieder Mangelware. Aber ach, guck mal, die hat ja noch genug. Ja, guck mal, wir brauchen jetzt noch 300, 350, sagen wir mal. Das, was wir auch definitiv haben. Ja, 350 sollten reichen. Wieso habe ich ein Steinmesser in der Hand? Habe ich die nicht alle verkauft? Ach, guck mal, ich habe einen Pfeil in der Hand. Das ist ja auch cool. Nee, weg damit. Nee, das war ein Messer. Ich habe aber gar keins mehr. Nee, ist auch egal. 300, was habe ich gesagt? 310 brauchen wir. Das heißt, wir sind noch bei 31 Messerchen, die wir brauchen. Das wären 62 Steine. Die sollte ich auf keinen Fall auf einen Schlag holen, weil sonst laufe ich, glaube ich, keinen Meter mehr. Aber ich denke mal, so in 2 Rutschen können wir das vielleicht abfertigen hier.
So, das kriegen wir hin. Genau, das ist jetzt halt der Hintergrund, weswegen ich auch nicht genau sagen kann, wie es dann halt Freitag läuft. Aber normalerweise bin ich da schon sehr, sehr akribisch, was solche Sachen angeht. Vor allem, wenn ich, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, feste Sendezeiten rauslasse. Aber solche Sachen gehen natürlich vor. Darum kommt da dann eventuell, wie gesagt, ich versuche es noch hinzukriegen mit einer Verkürzung. Vielleicht weiß ich bis dahin schon, wann einer kommt. Ansonsten muss ich ihn ganz platzen lassen. Ja, und wenn das durch ist, werde ich dann wohl hoffentlich auch in naher Zukunft meine Visage auf dem Bildschirm kriegen. Das wurde ja auch an der einen oder anderen Stelle mal erfragt. Sekunde mal eben. So, da sind wir wieder. Sorry dafür. Ja, so wie es aussieht, kriege ich morgen schon hier Gesellschaft bezüglich der Tür. Da war gerade der Vermieter, der Handwerker hatte sich wohl eben bei ihm gemeldet. Und ja, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Wenn das morgen Nachmittag natürlich geklärt werden sollte, dann bin ich Freitag ganz normal da. Hätte ich kein Problem mit. So. Jetzt muss ich noch mal gucken, wo sind wir stecken geblieben? Guck mal, da können wir schon wieder ein paar herstellen. Eben vergessen, das Spiel auf Pause zu setzen. Ich muss das unbedingt mit meinen Hotkeys noch in den Griff kriegen hier. Eigentlich habe ich die alle gesetzt, aber ja, die Streaming-Hotkeys benutze ich dann nicht ganz so oft. Und ich kann leider nicht die gleichen nehmen wie in den Aufnahmen, die ich bei YouTube fertig mache, weil sonst ja, fließt es mir ständig um die Ohren, wenn ich die Profile wechsle. Ich weiß nicht, irgendwie kriege ich das nicht richtig hin, da muss ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Und jetzt musste ich doch wieder raustabben und habe dann vergessen, auf Pause zu machen. Aber ist egal, wir haben ja keinen Stress hier. Wenn wir jetzt 2-3 Ingame-Stunden verlieren,
ist das auch kein Drama. Ach herrlich, die Wintertage hier, ich mag die, die sind richtig cool. So, das läuft. Das läuft auch. Jetzt sehe ich gerade, ihr seht nichts, ne? Ach herrje, das ist ja was. Sekunde, das hatte ich schon mal das Problem. Wie kriege ich das jetzt weg? Also ihr habt jetzt nichts verpasst. Ich habe einfach nur ein Messer hergestellt. Spiel speichern. Ich muss einmal neu starten. So, zurück. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Ich hole euch gleich wieder dazu, sobald das alles läuft. So, da sind wir wieder. Kurz einmal den Ladebildschirm hier abbauen, abwarten und dann sind wir auch wieder im Rennen. Das ist auch total nervig irgendwie. Also wenn ich raustappe, verliert OBS voll oft den Spielbild. Also ich habe das so eingestellt, dass er wirklich nur das aktive Spiel aufzeichnet und nicht, was im Hintergrund so passiert, falls ich mal raustappe oder so. Er nimmt halt wirklich nur diese Spielszene auf und wenn ich raustappe, dann hat er das voll oft, dass er dann dieses Spielfenster nicht mehr erkennt. Und dann muss ich das Spiel neu starten, damit das funktioniert. Da muss ich mich auch nochmal mit auseinandersetzen, wie das funktioniert. Wenn es einer von euch weiß, könnt ihr mir das auch gerne mal mitteilen. So, und dann gucken wir gleich mal. Ich glaube, die Hälfte der Besser dürften wir jetzt schon haben. Und dann können wir gleich mal zurück ins Dorf. Mal sehen, wie viel Dünger wir schon auf Vorrat haben. Das interessiert mich auch. So, also Messerchen. Haben wir jetzt 8? Ja, okay, dann haben wir noch nicht ganz die Hälfte. Konzentration jetzt auf Steine wieder. Glaube ich. Ja, Steine. Sammeln wir gleich mal ein bisschen. Jawohl, passt. So, Stöckchen und Steinchen. Das sieht auch gut aus. Und nochmal 4. Ja, gut. Also die Hälfte haben wir jetzt auf jeden Fall. Laufen wir gleich nochmal los verkaufen. Wir haben auch keine Lust, dass wir gleich überladen sind. Das wäre extrem nervig. Jawohl, das sieht doch gut aus. Da wollte ich reingucken. Ach, wir sind ja noch sowas vom weit entfernt vom Überladen sein. Wir haben auch reichlich Stöcker noch für 6 Dinger. Dann lass uns erstmal ein paar Steine noch sammeln.
denke, hier am See wären wir da vielleicht. Oder am See. Ich weiß nicht, warum ich das immer See nenne. Eigentlich ist es ja ein Fluss. So. Jetzt haben wir es, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ist egal. Legen wir noch mal was nach. Dann brauchen wir gleich wieder Stöckchen. Aber das Gewicht kriegen wir hin. Dann gehen wir erst verkaufen und dann holen wir Stöcker. Stöcker, Stöcker, Stöcker. So, was fehlte uns jetzt noch? Die Königsmission dürfte auch noch da sein, ne? Da müssen wir auch gleich mal nachgucken. Da wusste ich ja jetzt auch nicht genau, wie lange die hält. Aber das finden wir auf jeden Fall raus. Sehr gut. So, dann lass mal Richtung Verkäufer gehen hier. Unterwegs noch ein paar Sachen einsammeln, wenn es was gibt. So, also ein Messer. Haben die den Preis jetzt gesenkt? Nee. Preis ist tatsächlich stabil bei den Dingern. Finde ich gut. So, wie sieht es jetzt aus? 173. Das heißt, jetzt fehlen uns wirklich nur noch 130. Es sind noch 13 Stück. Haben wir fast... Nee, haben wir genug Steine für. Brauchen wir jetzt nur noch Stöcker. Alles klar. Nur noch Stöcker. Holen wir Stöcker. Sammeln wir Stöcker, bis wir überladen sind. Und ich denke, dann haben wir es gelöst. Unser Steuerproblem, wenn wir das so nennen wollen. Aber das geht ja echt fix. Sogar überlegen, ob wir gleich nochmal Rezepte durchgucken, weil das ging ja jetzt echt schnell. Dass wir vielleicht einfach den letzten Wintertag hier nochmal die Arschbacken zusammenkneifen und einfach nochmal selber ein bisschen weiter Geld farmen, um ja, die Sachen so ein bisschen voranzukriegen auch, ne? Die wir herstellen können mit den Materialien, die wir haben. Es gibt zum Beispiel auch solche Sachen wie Fackeln, dass man was sieht im Dorf und so. Lagerfeuer wollte ich bauen, mal so ein paar optische Sachen auch. Aktuell sind wir ja nur auf Nutzen ausgelegt. Und das Flachsfeld fällt mir gerade ein. Das stand auch noch auf der Agenda. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo man Flachssamen nochmal herbekam. Gab es die bei Unigost? Mal gleich mal gucken. Das war ja eh hin. So, wie sieht es denn hier stocktechnisch aus? 118 Stück. Ich glaube, das reicht schon, oder? Ja, das reicht dick. Dann lass uns mal Messer fertig machen. 15, haben wir sogar ein paar Groschen über. Und dann gucken wir mal, was Unigost... Ich glaube, das war Unigost mit dem Flachsamen. Dann könnte man mal rauskriegen, wann wir das... Weil da würde ich nochmal ein komplettes Feld gerne nochmal für anlegen. Für den Flachs. Damit wir... ja, da halt auch mal diese Leinenfadenproduktion in Gang kriegen, weil die fehlt jetzt aktuell auch noch komplett. Und was mir jetzt gerade so auffällt, Thema Feuerholz, kommen wir ja auch ganz gut klar. Also ich habe ja da heute Morgen 32, also 8 Rundhölzer, glaube ich, durchgeknallt. Und das war das erste Mal diesen Winter, glaube ich, dass ich Rundhölzer verarbeitet habe. Und ansonsten arbeiten die komplett mit dem, was die Holzfäller so bringen. Also da kommen wir schon ganz gut klar. Ich würde jetzt, denke ich mal, weil wir müssen ja nochmal Häuser nachbauen. Ich denke, ich werde jetzt als nächstes nochmal 2 Wohnhäuser hinstellen, dass wir die restlichen Gebäude nachgelegt kriegen. Und dann sollten wir einen Arbeiter übrig haben und mit dem vielleicht noch einen dritten Holzfäller bauen. Das war dann Thema Holz definitiv vom Tisch haben. Und wenn wir zu viel Holz kann man in diesem Spiel gar nicht haben. Weil selbst die großen Häuser oder beziehungsweise die voll ausgebauten Häuser nachher brauchen oder aufgewerteten, brauchen ja definitiv Bretter. Das machst du auch mit Rundholz. Brennholz kannst du machen. Also da ist ja reichlich. Da ist richtig, richtig viel.
So, dann lass uns mal Steuern zahlen gehen. Machen wir hier noch ein paar Steine mit, wenn sie hier schon liegen und mich angrinsen. Aber gut leergefegt hier alles. Eigentlich müssten wir noch Aufräumgebühren nehmen, dass wir denen hier den Dorfeingang so schön aufbereitet haben. So, meine Liebe. Du möchtest noch mehr Steinmesser. Jetzt können wir Steuern zahlen. Guck mal, ich kann sogar noch eins basteln. War ja aber gleich bei Unigost. War der da drin? Da. Hi, Unigost. Ich wollte Schulden begleichen. Oh. Nee, kann wohl nicht wahr sein. Muss ich noch 3 Messer bauen. Aber er hat tatsächlich Flachs. Was war denn das hier? Kulturpflanze. Ressource. Und zur Herstellung von Leingarn am Spinnrad. Hier war's. Von Stroh, Leinsamen und Flachshalm. Und Leinfaden. Dann müsste ich Flachshalm kaufen, oder? Nee, nur Flachs. Zur Herstellung von Stroh, Leinsamen und Flachshalm. Das müsste es sein. Das heißt also 20. Ja, würde ich ein paar von holen. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal Steine besorgen und dann suchen wir Unigost, dass wir die Steuerschuld zu Ende kriegen. Ja, wie viele holen wir denn? Sag mal, es geht ja einfach nur darum, erstmal, dass wir so einen Startschuss setzen. Und den Rest kriegen wir dann eh wieder rein. Weil ich glaube, wir haben noch nicht mal annähernd genug Dünger, um das überhaupt komplett zu versorgen aktuell mit unseren 2 Schweinchen. Ja. Ich weiß es nicht. 2 Steinmesser pro Halm. Und ich weiß natürlich auch nicht, was du aus so einem Ding rauskriegst, ne? Wird wahrscheinlich auch mehr sein als vielleicht 9 Stück. Guck mal, das sind 90 Gold. Ja, ach, wir holen das dann einfach, was wir kriegen damit. Und dann laufen wir zurück. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht das Flachsfeld nochmal angelegt bekommen. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Gleich mal gucken, ob ich noch ein bisschen Fleisch habe. Wobei jetzt zu essen eigentlich auch totaler Käse ist. Dadurch, dass der Winter ja fast vorbei ist, kriegen wir ja die Statuswerte eh wieder aufgepusht. Ja, nee, Essen brauchen wir nicht. Das sollte reichen, denke ich. So, wie sieht es jetzt im Inventar aus? Oh, wir hätten immer noch 2. Also ich könnte noch mal 3 Stöcker einsammeln. Ist nur zu 3 Stöcker, sage ich schon. 3 Steine. Nur zusehen, dass wir Unigost auf jeden Fall noch erwischen, bevor der pennen geht. Aber das wäre jetzt richtig mies, wenn der sich jetzt gleich hinlegt. Da ist der 3. Stein. Komm, dann holen wir uns den noch schnell. Ja, das reicht. Dann kommen wir da klar. Und dann die große Frage, was machen wir für den restlichen Wintertag? Guck mal, ich glaube, das mit der Fackel hat, mit der Resistenzaufstufung da hat sogar geholfen. Wir brauchten die Fackel jetzt seitdem auch nicht mehr. So, Unigost, guck mal, sitzt immer noch da drin, das ist gut. Da bist du. So, hast sie einfach an einen anderen Tisch gesetzt. Sehr cool. Halt, zeig mir deine Ware. Ich muss ja erst verkaufen. Hammer. Steuerschuld begleichen. Und jetzt Flachs. Was Flachs? Mhm. 4 Stück. Ist eigentlich lächerlich. Aber jetzt rennen wir doch nach Hause, weil ich weiß nicht genau, wann wir das anbauen können. Und wenn wir das jetzt im Winter noch anbauen können, würde ich das natürlich super gerne noch machen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so ist. Aber es wäre möglich, dass es so ist. Und weil ich es nicht weiß und es hier jetzt auch nirgendwo steht, brauchst du die Samen direkt, damit du die Info kriegst, glaube ich. Also laufen wir jetzt einmal zurück. Die Alternative wäre jetzt auch nur gewesen, noch mehr Steine zu sammeln, bis wir weggeportet werden. Das ist ja dann auch Quatsch. Lehmbewurf wäre auch noch eine Sache, die man mal lernen könnte, ne? Jetzt nicht zum Verkaufen, sondern eher zum Aufwerten. Was kostet denn das?
Technologie. Ich glaube, das findet man hier im Schweinestall. Nee, Gänsehaus. Gänsehaus. 250 nochmal. Ja, das wäre auf jeden Fall was, was... doch, das können wir auch auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Bis zum nächsten Winter sollten wir das schon haben. Weil ich glaube, Lehm haben wir reichlich schon in der Kiste. Das wird natürlich nicht für alles reichen. Aber ich sag mal, wenn wir zumindest eine Handvoll der Hütten schon mal aufgewertet kriegen, wird das schon mal dafür sorgen, dass wir besser über den Winter kommen. Vielleicht können wir uns dann auch den dritten Holzfäller schenken. Na, gucken wir mal. So, trinken und waschen. Genügt mir. Gut, also, erstes Ziel Scheune. Die Flachshalme zerlegen. Und die Anbauinfo einholen. Und los. Okay, also gab es scheinbar tatsächlich nur ein Korn pro Halm. Kann im Frühling gesät und im Sommer geerntet werden. Okay, das heißt also in der nächsten... Oh, das geht ja super fix. Dann sollten wir vielleicht dann in der nächsten Saison auf jeden Fall nochmal gucken, ob wir nicht vielleicht doch ein ganzes Feld damit aufgestellt kriegen. So ein schönes Flachsfeld. Das würde ich dann hinter die Wohnhäuser, glaube ich, packen. Wenn das vom Platz her ginge. Mal gleich mal gucken. Das dahin. Flachskörner können da bleiben. Ein bisschen Stroh ist auch noch hier. Haben wir gar keinen Neustroh gekriegt? Ne. Na komm, dann laufen wir mal gerade einmal nochmal ins Ressourcenlager. Gucken mal, was wir da noch an Dung gekriegt haben. Oh, hier, guck mal, 115. Das ist richtig gut, glaube ich. Flachsheim rüber, Federn rüber, Steine rüber, Stöcker rüber. Dung nehmen wir mit. Pelzschuhe. Die kann man bestimmt auch für gut Geld verkaufen, die Dinger. Hölzerne Schalen und hölzerne Teller. Steinmesser sind zum Verkaufen. Ah, diesen Pfeil, den schmeiße ich jetzt echt weg. Der geht mir ein bisschen auf den Nerven, muss ich sagen. Ablegen. Der jetzt hier den ganzen Tag auf dem Boden liegen bleibt, weiß ich nicht. Hier ist noch ein Hasi drin. Ist die Hasenfalle auch weg. Haben wir noch einen Pelz. Cool, dann lass mal ins Lebensmittellager gehen. Wir gucken mal, ob wir noch was verkochen können. Beeren sind wir diesmal richtig gut mit klargekommen. Ja, ach, wir haben reichlich noch zum Verkochen. Pilze hätten wir noch gehabt. Wobei, so viel ist das auch nicht. 9 Fleisch, 3 Eier. Bisschen Kohl, Karotte, also ein bisschen was könnte man tatsächlich. Zwiebeln hatte ich alle verkauft, ne? Das heißt, gebratenes Fleisch können wir nichts mit anfangen. Mit dem Fischfilet jetzt auch nicht. Komm, dann kochen wir das noch weg. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das mit dem Rezept war. Mal hier einfach so 40, 50 Stück mit. Dann hole ich mir noch mal ein paar Schalen und Teller. Ich weiß halt auch nicht, wenn ich die Sachen jetzt immer hier rausnehme und da oben reinlege, kann dann das Personal, also hier die Gastwirtin aus der Taverne, kann die dann trotzdem kochen oder muss die zwangsläufig diese Teller und so in dem anderen Ding haben? Das ist eine berechtigte Frage, würde ich sagen. Da. 3 Suppen. Warum nur 3? Sehen wir gleich, wenn die erste fertig ist. Fleisch. Fleisch ist das Problem. Aber das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Perfekt. So. Dann nochmal eine Scheune.
so Sachen machen, die schon mal so ein bisschen Zeit sparen, sind ja nicht verkehrt. Dünger geht auch schnell. Lassen wir das auch mal durchrattern. Dann haben wir im Frühling da schon mal richtig was fertig. Oh! Vielleicht muss ich gleich noch mal ein bisschen Holz hacken gehen. Wobei das jetzt für die Nacht auch nicht so wirklich relevant wird. Aber ich mache das gleich trotzdem. Zwei Bäumchen oder so hauen wir auch schnell um. Vorausgesetzt, das passt zeitlich. Aber ich glaube, das dürfte noch so früh sein. Das sollte gehen. Boah, aber wenn man 60 mal eine Sekunde machen muss, dauert das auch eine Minute, ne? Ich bin ein Genie. So, also Dung rüber, Dünger rüber. 62, guck dir das an. Da können wir das halbe Feld schon mit bestücken. Richtig geile Nummer. Muss ich sagen. So, das rüber. Ne, das nicht. Das will ich verkaufen. Und jo, das passt. Ja, guck mal, haben wir jetzt, würde ich sagen, eigentlich alles erledigt. Ne? Ich schmeiß jetzt hier die Suppe noch rein. Zum Verkauf. Ja, ach, das sieht doch mega cool aus hier. Ton. Guckt euch das mal an. Wir haben so viel Ton. Ja, also Lehmbewurf sollten wir uns auch auf jeden Fall drum kümmern. Halt, die Axt. Eine Axt. Und zweimal Baum. Was sagt die Uhr? Ja, ach, lohnt sich definitiv noch. Ja, da hinten die zwei Ahornbäume weg. Dann haben wir das. Kann ja nicht zulassen, dass meine Herrschaften hier frieren. Auf nüchternem Magen geht das mit dem Holzhacken sowieso richtig gut. Rundholz. So. Zwei, drei und vier. Perfekto. Ja, ach, da kommen die durch die Nacht mit. Müssen sie. Geht gar nicht anders. Steinaxt rüber, Stöckchen rüber. Schnell das Brennholz zusammengeschraubt. Stöcker reichen sogar schon, um sie erstmal glücklich zu machen. Finde ich auch cool. Oh, wer macht mich gleich glücklich? Der Jahreszeitenwechsel. Sehr cool. So, 32 kommen wir wieder mit klar. Wie weit kommen wir damit eigentlich? Oh, 9 Ingame-Stunden. Das ist gut. Okay. Ab ins Häusle. Feuer angeschmissen. Pelzschuhe und Haube rüber. Rasimir-Schuhe her. Zieh mal direkt wieder an. Und dann würde ich sagen, auf in die nächste Saison. Noch mal kurz was zu trinken eingießen. So, du und deine Bewohner sind zu einer Hochzeit eingeladen. Alle werden der Zeremonie beiwohnen und sich prächtig amüsieren. Ein Toast auf das Paar plus 15 Stimmung oder lasst uns die ganze Nacht feiern, 30 Stimmung. Natürlich feiern wir die ganze Nacht, so wie sich das gehört. Schön. Neue Quest Steuern zahlen, das war klar. Herausforderung läuft noch, alles gut. Sprich mit Unigost, müssen wir dann ja eh. 1750 diesmal, alles klar, das kriegen wir aber hin. Ah ja, wir müssen ja immer noch heiraten, ich vergesse das jedes Mal wieder. Und hier Gebäudelimit 44, wie weit sind wir davon? Ach, wir haben ja noch Zeit.
Alles gut. So, machen wir nochmal Feuerchen an. Ach, schön. Guckt es euch an, das Wetter. Alles kaputt. Müssen wir wieder ganz viel reparieren. Da hinten auch. Also alles an Stroh einpacken, was man auftreiben kann. Und einen Hammer dazu. Oder auch zwei. Ein paar Stöcker. Ja, komm, machen wir als erstes Stöcker und Stroh noch besorgen. Und dann reparieren wir hier mal ums ein bisschen. So, wie viel holen wir? 30. Ja, ich denke, mit 30 kommen wir aus. Und Tierfutter brauchen wir auch wieder. Für drei Tiere. Oh, warte mal. Drei Tiere? Wir haben Nachwuchs. Die Schweine haben nichts zu essen. Aber haben ein Baby gemacht. Aber das kriegen wir ja hin. Das ist ja kein Problem. Mal schnell noch ein paar Stöckchen holen, dass wir reparieren können vernünftig. Und dann gucken wir mal. Ich weiß nicht genau, was uns fehlt. Fürs Tierfutter. Ich glaube, das können wir tatsächlich erst im Sommer fertigstellen. Aber ich bin mir nicht sicher. Müssen wir da gleich nochmal einfach ein bisschen was kaufen. So, das sollte zum Reparieren reichen. Bin ich mir ziemlich sicher. Dann lass uns mal in den Rep-Modus gehen. Und dann gucken wir mal. Also, ja, die da oben gucke ich später nach. Fangen wir erstmal hier an. Sieht gut aus. Von vorn. Da brauchen wir noch was. Von der Seite. Achso, das hatte ich schon mit Stein gemacht. Sehr gut. Hier ist auch nichts in Rot zu sehen. Hier. Der Rest sieht gut aus. Ja, das sieht auch alles gut aus. Ja gut, und hier dürfte es eigentlich auch keine Probleme geben. Da haben wir ja schon Steine und Bretter. Gucken wir da oben gleich. Hühnerstall sehe ich schon, hat ein bisschen was. So, Roggen ist fertig. Glaube ich. Hatten wir nicht auch Hafer? Bin mir gerade nicht sicher. Müssen wir mal schnell in die Scheune reingucken. Was wir hier so auf Lager haben. Ah, okay, wir hätten noch ein bisschen Hafer sogar. Ja, guck mal, dann können wir ja jetzt gleich schon ein bisschen Tierfutter herstellen. Dann gehe ich jetzt erstmal hier den Hühnerstall reparieren. Dann ernten wir. Gucken wir, ob wir die Babys irgendwo finden. Das passt. Oh, guck mal. Ja, ja. Ein männliches Ferkelchen. Oha. Die arme Sau. Wie sieht es hier bei den Hühnchen aus? Aber Küken werden wir... Da ist es. Ah ja, der glückliche Hahn. Aber hart. Ja, der Hahn kann glücklich sein. Die Sau tut mir ein bisschen leid. Hammer kaputt? Hammer kaputt. Das war leicht verwirrend. Passt. Judy, also Reparaturarbeiten abgeschlossen. Jetzt hatte ich gerade genau die Scheune. Jetzt müssen wir die Sense holen. Weizen abbauen. Möhre. Also, ich nehme das Ding und das Ding. Das vergleich erstmal gucken können, was ich überhaupt so anbauen kann. Da habe ich nämlich auch überhaupt keine Ahnung. Ja, gut, die paar Stöckchen kann ich erstmal behalten. So, Tasche auf die 1, Hake auf die 2 und die Sichel auf die 3. So, dann lass mal sehen. Wir können alles anbauen außer Roggen. Das ist geil. Das ist sogar richtig geil. So, dann lass uns jetzt erstmal Roggen ernten. Aber ich glaube, wir haben noch eine. Kann ich bei der Gelegenheit gleich die Stöcker loswerden. Sichel.
Die werden wir auch definitiv brauchen diese Saison. Hammer kann weg und die Stöcker können auch schon mal weg. Eine Tasche werden wir auch brauchen. Nehme ich auch schon mal mit. Herrlich. Sichel auf die 3. Und weiter geht's. Ja, ich muss gestehen, auf den Frühling habe ich mich echt gefreut, weil das dürfte unser Feld hier richtig voranbringen. Das heißt also im Prinzip, wir können das komplette Feld klar machen. Bis auf das, wo ich jetzt gerade drauf rumrenne. Und was mich auch gerade wundert, Weizen kann man auch jetzt anbauen? Achso, dann kann man das aber erst eine Rutsche später ernten, ne? Im Herbst, glaube ich. Ist dann halt auch die Frage, ob wir das machen. Nächstes Mal, dass wir das im Frühling anbauen und dann, dass wir... Wobei, nee, machen wir nicht. Weil erstmal brauchen wir dann wieder mehr Dünger. Und zweitens, wenn das dann nachher von den Dorfbewohnern hier gemacht wird und die müssen im Frühling immer alles machen, dann sind die ja völlig überfordert. So ist das zumindest ein bisschen aufgeteilt schon mal. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Ja, nee, das lassen wir mal. Ui, das war ganz schön weit. Aber ich glaube, das Zeug wiegt nichts. Ich würde gerne mal den Korb sehen, den er jetzt auf dem Rücken hat. Mit dem ganzen Roggenzeug drin. Kann ich eigentlich auch gedrückt halten? Jo. Ich hämmer hier wie ein Bekloppter auf meine Maus. Und bald wieder eine neue kaufen. Oh oh. Das war nicht gedacht. Sichel. Muss ich drüben bauen. Gut, dann verarbeite ich erstmal, was ich habe. Dass ich das mit dem Tierfutter geregelt bekomme. Oha, so viel brauche ich nicht. Warte mal. 32 habe ich gesagt, behalten wir. Das heißt, ich kann 16 Hafer abnehmen. Ne? Jawohl, 16 Hafer nehme ich ab. Also machen wir jetzt, ups, so war es nicht gedacht, noch 15. Keiner. Zack, so, und dreschen wir die durch. Dann können wir gleich schnell Futter herstellen. Das war unsere Schweine glücklich machen. Oh, ich glaube, ich werde tatsächlich diese restliche Drescherei, wobei, nee, das für die Körner muss ich auf jeden Fall machen, wenn wir sie brauchen sollten noch im Stream. Aber ansonsten werde ich das mit der Drescherei wahrscheinlich als Übergang machen. Sonst dresche ich mich da ja dumm und dusselig. Was habe ich jetzt gesagt? 16, ne? Oh, guck mal, Punktlandung und Stroke brauchen wir auch. Werkbank, Dünger, Tierfutter. Traumhaft, wir haben zu wenig Stroh. Ich muss gleich noch Stroh besorgen. Das kriegen wir aber hin. Erstmal Tiere füttern, dass die glücklich sind. Und dann gucke ich, dass ich eine Sichel organisiert kriege, bevor ich mich da jetzt gleich wieder in den Fluss stelle und Stroh sammle. Ich glaube, wir kriegen auch genug, wenn wir hier einfach den Rest da oben noch ernten. Und durchdreschen und so weiter. So, Tiere. Hallo meine lieben Schweinchen. 10 Futter machen 30% aus. Das heißt, ich brauche 30 Futter, um 100% zu erreichen. Ja gut, das ist ja... Klingt machbar, würde ich jetzt erstmal so sagen. 6 und 6. Ja, okay, die behalte ich in der Tasche. Oder können wir es auch so machen. Hau ich die schon mal rüber. Hol mir hier nochmal 6. Dann dreschen wir die halt nochmal. Perfekt. So geht's auch. Und dann dürfte ich jetzt hier nochmal... Nee, 30 brauche ich. Also nochmal 25. 25 ist eine Menge. Ist egal, wir machen das jetzt. Haben wir das erledigt. 24 wäre es gewesen. Egal. Na, so wird das jetzt nichts. 2 abziehen, die ich schon hatte, plus einen, den ich zu viel genommen habe. Also jetzt noch 20. Kann das denn sein? Nee, ich muss die 2 nochmal nachlegen. Da habe ich mich jetzt vertan.
Weil ich muss die zwei, die ich schon gemacht habe, nicht abziehen. Das macht er von alleine. Jetzt haben wir es aber. Verzeiht. Jetzt kriegen wir nochmal 6 Tierfutter raus und den Rest können wir dann wieder in die Kiste werfen. Lass mich mal überlegen. Wir brauchen Hafer und Roggen. Wir kriegen pro Hafer- und Roggenkorn 2 Stroh. Das heißt, uns wird immer Stroh fehlen. Würde ich jetzt pauschal sagen. Aber 24 Roggenkorn haben wir schon. Sehr cool. Das restliche Tierfutter haue ich dann gleich da unten rein. Und jetzt gucken wir erstmal, was wir brauchen, um eine Sichel herzustellen. Hier oben. Hölzerne Werkzeuge. Nee. Steinwerkzeuge. Da bist du. 4 Stock, 4 Stein. Ja, okay, das sollte ja überhaupt kein Problem sein. Dann gehen wir 4 Stock, 4 Stein besorgen. Da haben wir schon mal ein Steinchen. Die restlichen Steine sollten wir hier haben. Passt. Ach, schade. Ich dachte, vielleicht hätte der uns schon eine Sichel gebaut, hat aber nicht. Restliches Tierfutter landet da. Und mal gucken. 4-4 haben wir. Und sonst habe ich jetzt hier nichts, was ich benutzen kann. Gut, dann weiter. Nochmal hoch zur Schmiede. Sichel bauen. Das restliche Feld ernten. Und dann schauen wir mal. Also die... ja doch, die Feldarbeit machen wir jetzt gleich im Anschluss. Das will ich fertig haben. Haben wir den schon gekriegt? Jo, haben wir. Oh, süß. Da rennt es einfach rum. Ich kann ja gedrückt halten, Junge. Haben wir alle? Ei. Sehr gut. So, das rüber. Dann brauchen wir den Dünger. 62. 32 pro, hatte ich gesagt, ne? Komm, dann dreschen wir die beiden gerade noch weg. Dann kann ich... Dann habe ich das mit dem Roggen jetzt auch schon mal erledigt. Dann habe ich es aus dem Kopf. Wollte mich da nicht mehr drum sorgen. Und das restliche Roggenzeug kann ich dann selber nachher verarbeiten. Oder wie gesagt, ich kann es auch liegen lassen. Je nachdem, wann wir es brauchen. Dann kann ich es ja immer noch holen. ...32. Das heißt, mit dem Dünger kann ich noch nicht mal... zwei Felder fertig machen. Gucken wir mal, ob wir vielleicht noch genug Dung hier haben, um noch... Ja, Hammer. Dass ich dann zumindest schon mal 2 Felder fertig machen kann. Das wäre ja schon mal nice. Ach, wir sind schon gerade. Na gut, dann so. Ist dann die Frage, wie wir das jetzt priorisieren. So, dann lass mal eben gucken. Wir konnten. Vom Prinzip her. Hafer auf jeden Fall. Zwiebeln und Kohl. Hafer, Zwiebeln, Kohl. Ich glaube, von der Priorität her würde ich jetzt Hafer und Zwiebeln als erstes machen wollen. Hafer und Zwiebeln als erstes. Das heißt, Hafer war das hier. Wollen wir mal gucken. Genau, dieses buschige. Da ist Weizen, da ist Roggen, also quasi dieses Feld. Und die Zwiebeln ist auch auf der Innenseite von den Möhren. Also muss ich jetzt hier und hier. Und dann auf der Seite hier auch nochmal, dass ich da nicht nachher nochmal nachgucken muss. Herrlich. Läuft.
Ach, schön. Erster Frühlingstag und wir machen fleißig unsere Feldarbeit. Die beiden kriegen wir fertig und dann ist es ja eigentlich nur noch Kohl, ne? Und die anderen Samen müsste ich natürlich auch erstmal kaufen. Mohn und rote Beete. Mal gucken, wie wir kohletechnisch so hinkommen. Dann müsste ich eigentlich mal eine Questrunde auch machen, ne? Dass ich, weil ich klapper dann ja eh alle Dörfer ab, weil ich die Samen ja noch brauche. Wobei Mohn weiß ich, wo ich es herkriege. Und ich denke, rote Beete werde ich unterwegs auch finden. Vielleicht mache ich das auch so, dass ich nicht eine komplette Runde mache, sondern wirklich nur das, was ich haben will. Weil ich weiß ja, wo es hingeht. Weil der Frühling ist echt schon knapp genug. Und wenn ich Dünger noch nachkaufen will, was ich wahrscheinlich muss, um das alles fertig zu kriegen, muss ich mich auch noch ein bisschen um Kohle machen kümmern. Und wenn ich dann eine komplette Questreihe oder Questrunde mache, komme ich, glaube ich, nicht ganz gut über die Runden. So, nee, dich wollen wir haben. Ach, schön. Und die zwei Häuser wollten wir ja eigentlich auch noch bauen, ne? Ob wir das im Frühling noch schaffen, ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Na? Sonst arbeite ich einfach die Nächte durch. Wäre ja auch kein Problem. Wir werden wahrscheinlich auch noch jagen müssen, weil meine Taschen immer kaputt gehen. Das interessiert mich auch gerade. Fällt mir jetzt gerade so ein. Nee. Doch. Nee. Hier. Scheune. Brauchen die gar keine Werkzeuge? Status Landwirtschaft, das ergibt Sinn. So, wenn ich jetzt hier auf zum Beispiel Holz gehe, sagt er mir direkt, dass ich Werkzeug auch brauche. Tja. Also Scheune scheint noch ohne Werkzeuge zu funktionieren. Also Saatgut brauchen die, aber das war's dann. So, dann düngen wir hier mal weiter. Und den übrigen Dünger kann ich dann ja schon ins Kohlfeld hauen. So, dann haben wir das auch. Jetzt haben wir noch 5. Hau ich die noch hier rein. Und dann brauchen wir wahrscheinlich gleich nochmal eine neue Tasche. Muss ich wahrscheinlich wieder jagen gehen, sonst kriege ich das ja gar nicht zusammengebaut hier. Ach, und Flachs hatten wir ja auch noch auf dem Programm, ne? Murks. Ich weiß schon, wo die Reise hinführt. Das wird ein definitiver Feldmonat hier, beziehungsweise eine definitive Feldsaison.
Müssen wir gleich mal gucken. Das können wir gleich noch machen. Mal schauen, wo wir das andere Feld hinziehen. Für Flachs machen wir ein komplettes. Alleine dafür gibt es ja nachher richtig Schotter. Und dann gibt es ja noch diese ganzen neuen Sachen. Die Bäume und Hopfen, glaube ich, hatte ich gesehen. Bierherstellung und so. Aber das sind halt alles so Sachen, da müssen wir auch erstmal hinkommen. Skilltechnisch für diese Bäume, glaube ich, das musst du auch freischalten. Das kostet auch richtig Punkte. Mal gleich mal gucken. Ich hatte da schon mal nachgeguckt, deswegen so grob. Aber Bienenstock, irgendwas war doch. Oder das Rezept dafür musste man kaufen. Gucken wir nochmal. Irgendwo stand da was. Obstgarten. Nee, scheinbar steht da nichts. Können wir einfach bauen. Ui, das dann ja auch noch. Ja, da haben wir noch was vor uns so. Finde ich gut. Okay, den Teil haben wir abgehakt. Gucken wir mal, ob noch ein bisschen mehr Dünger da ist. Oh ja, hier, die Schweinchen, die machen Dreck. Ohne Ende. Hafer. Zwiebel. 5 von denen und den Rest werde ich tatsächlich gleich benutzen, um das Flachsfeld zu machen. Wobei, so viel brauchen wir davon nicht, weil wir haben ja nur 4 Samen, ne? Wir haben nur 4 Samen. Okay, also vom Dünger her kommen wir klar mit dem, was wir haben. Weil das geht ja jetzt doch relativ zügig hier. Nehme ich die auch nochmal komplett mit, dann haben wir da auch genug. So, dann lass uns mal sehen, wo wir jetzt das Flachsfeld hinziehen. Da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Platz für machen müssen. Ach, wobei. Hier ist der Weg. Ich das hier so mitten reinpflanze. Komm, wir versuchen das mal. Sonst muss ich gleich noch mal eine Axt besorgen. Und so rum geht nicht. 16 haben wir. Das wäre die Größe, die wir haben wollen. So. Okay, da wären wir mitten im Haus drin. Das ist schon mal Käse. Abbruch. Nochmal neu ansetzen. Ich setze mal hier an. Das passt schon mal. Okay, da fehlen jetzt wirklich nur diese 2 Birken. Alles klar. Dann holen wir schnell mal... Oh, kann ja auch schnell... Ne, ich brauche eine Schaufel ja auch. So, dann hole ich mal schnell eine Axt und eine Schaufel. Und dann räumen wir diese Birken weg. Und dann haben wir unser Flachsfeld stehen. Wobei, eigentlich kann ich das auch... Ja, ach Quatsch, ich brauche da gar nichts wegmachen. Wenn ich nämlich hier anfange... Würde das gehen? Machen wir es doch andersrum diesmal. Ich komme nicht immer ein Stumpf im Weg.
Wobei. Ich versuch's noch einmal in die andere Richtung. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert, dann hole ich doch die Sachen, die wir brauchen. Das kriegen wir irgendwie schon hin. Das kann ja wohl nicht wahr sein. 16. Ach nein, es ist immer ein Baum. Gut, egal. Wir holen jetzt die Axt und die Schaufel. Und dann reiße ich die beiden hier weg. Und dann kriegen wir das schon hin. Herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Eine Schaufel. Ich habe keine Axt. Fällt immer gerade so auf. Eine neue Tasche haben wir. Zwei Steine. 10 Stöcker. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, kann mich auch vertun. We will see. Ja, passt. Sehr cool. So, so, so. Was machst denn du da oben auf dem Dach? Das ist doch alles heile. Ich habe das vorhin repariert. Kannst du eigentlich direkt wieder runterkommen? Die beiden hier waren das. Also, Inventar, Steinaxt auf die 4 und die Schaufel auf die 5. Schade um die Birke. Aber was muss, das muss. Der ist schon mal weg. Und der ist auch weg. So, jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht mehr, wo das hingehörte, aber ja, so ist das okay. So, jetzt laufen wir einfach in Richtung diesen Baumes und normalerweise müsste es genau passen. Nein, ist egal, jetzt räume ich den neuen Baum ab. Jetzt nervt er mich. Ich werde jetzt hier nicht lange rummachen. Jetzt habe ich die Werkzeuge, jetzt nutze ich sie auch. So, also, wir versuchen es nochmal. Da wollen wir hin. Ja, doch, ich glaube, das gefällt mir. Große Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, wächst das auch, wenn das Feld noch nicht ganz fertig ist? Oder ist das gerade Düngerverschwendung, was ich hier treibe? Lass mal kurz ins Management gehen. Felder? Nee, das scheint zu funktionieren. De Flachs. Einmal bitte alles. Und akzeptieren. So, dann wieder die Samen. So, dann können wir jetzt noch die 10 Kohl verarbeiten. Ach, ich habe hier noch gar nichts gesät, ne? Na, ist egal. Ich mache jetzt erstmal den Dünger klar.
So, und dann werde ich jetzt die Nachtzeit nutzen, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Und werde schon mal hochrennen in Richtung Momsam. Muss vorher noch mal gucken, ob ich irgendwo ein bisschen Geld auftreiben kann. So, dann schauen wir mal schnell hier in der Taverne vorbei. Aber ich denke, da wird jetzt nichts sein. Nee. Sachen, aus denen wir Geld machen können. Mal sehen. Also das kann erstmal rüber. Das kann rüber, das kann zwei Steinhacken. Nee, komm. Eine verkaufe ich. Die Sichel behalten wir. Haferkörner rüber, Kohlsamen rüber, Zwiebelsamen rüber. Soll ja nichts aus Versehen wegverkauft werden. So, dann rennen wir hier mal hin. Schauen mal, was wir hier so kriegen. 30 Fleisch. Schaut es euch an. Zwiebeln haben wir jetzt gerade keine. Aber wir können tatsächlich, ich weiß nicht wie viel. Ah, das war jetzt ein bisschen viel. Ah, wobei, ich packe noch ein bisschen mehr ein. Und dann laufen wir jetzt einmal vorsichtig rüber hier noch zum Lager. Schmeißen das Rundholz und so da rein. Und dann verkochen wir das, was ich jetzt habe. Und dann sollten wir aber kohletechnisch eigentlich sogar klarkommen. Denke ich. Passt. Das wollte ich verkaufen. Das wird verkauft. Die werden natürlich verkauft. Die werden verkauft. Das wird verkauft. Die nehme ich mit hoch. Passt. Sehr cool. Schalen, 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 Schalen. Zack. Und 10 mal Kohlsuppe. Ja, mehr geht nicht, weil wir nicht genug Schalen haben. Aber das reicht für den Moment auch. Dann haben wir gut was zu verkaufen. Aber ich werde jetzt nicht übertreiben. Also ich werde vielleicht 5, 6 von jeder Sorte Mohn und Rote Beete noch holen. Dass wir das Feld zumindest fertig kriegen. Nicht komplett, aber zumindest alle Sorten. Und dann wird das halt nach und nach. Frühling für Frühling wird das dann immer mehr, ne? Es geht ja zügig. Das hat man jetzt mit dem Roggen und so auch. Da kommt ja gut was bei rum. Ich meine, ich habe jetzt 32 Roggen reingehauen und habe fast 300 Einheiten rausbekommen. Das ist also fast... Das Verhältnis ist 1 zu 8, 1 zu 7, 1 zu 8, so in dem Dreh. Wenn ich jetzt mal von 8 ausgehe, dann müsste ich ja nur 4 Stück holen. Dann hätten wir ja schon die 32. Wenn ich dann von jedem 5 oder so hole, dann kommen wir da definitiv hin. Vielleicht sogar 10. Gucken wir gleich mal, wie viel Geld wir haben. Und was die überhaupt kosten, das weiß ich ja nicht. Alles noch rausfinden. Auf jeden Fall Stöckchen sammeln unterwegs, dass wir gleich Feuer machen können da hinten. So, also die Schalen wieder raus. Kohl kann ich gleich wegbringen. Warum habe ich jetzt die Schaufel und die Axt immer noch in der Tasche? Ich bin noch eine Pfeife. Kurz mal gucken, was das Feuer kostet. Ach, 16 Stück an. Ich komm, die sammeln wir unterwegs. Wir laufen ja eh. Schmutzig sind wir auch. Ist aber nicht schlimm. So, also Schaufel. Ach so. Ja, ich habe ja eine. Dann kann ich die verkaufen. Die Axt geht aber definitiv rein. Und der Rest wird definitiv verkauft. Den einen Hammer kann ich verkaufen. Ja, nee. Genügt mir. Bin ich mit zufrieden? Dann würde ich sagen, unser Ziel ist... Boah, da wollen wir hin und ich bin mir sicher, wenn wir dann hier so einen Rundgang quasi wieder zurück machen, werden wir unterwegs schon irgendwo unsere rote Beete-Samen noch auftreiben. Ich meine, für die Steuer wird es nicht reichen, denke ich. Ach, guck mal, ich kann sogar mit der Fackel durchs Wasser laufen. Das ist cool. Okay, aber nur bis mir das Wasser zum Hals steht. Dann geht's nicht mehr.
Aber durchs Wasser laufen ist echt langwierig, ne? Vielleicht sollte ich in Zukunft doch einfach die Brücken nehmen. Ich muss auch wieder die dickste Stelle nehmen. Naja, ist egal. Jetzt sind wir mittendrin. Jetzt macht es auch keinen Sinn mehr zurückzurennen. Sehr cool. So, haben wir jetzt noch die richtige Richtung? Passt. Also, laufen, sammeln, Feuer machen. Na, hier ist ja nicht so viel zum Sammeln. Na, hier ist kein Wald, ne? Mist. Ja, bleibe ich halt zwischendurch mal stehen. 16 Stöcker ist jetzt nicht der Hit. Ah, hier ist Wald, guck mal. Dann kriegen wir auch unsere 16 Stöcker. Nee, doch nicht. Naja. 13, 14, jetzt haben wir sie. Passt. Wie weit noch? Dann hier auch ein bisschen aufpassen, weil hier laufen ja auch ganz gerne mal Wölfe rum. Und ich habe nicht mal einen Speer in der Tasche. So, da ist das Dorf. Machen wir mal hier schon mal einen auf Feuer, weil irgendwann wird es ja rot. Und wenn das der Fall ist, müssen wir ja stehen bleiben. Oh, kommen wir mal gut nah ran. Zack. Zack. Und gute Nacht. Oh, was für ein Wetter. Das mag ich nicht. Da ist unser... Ne, er hier ist es, glaube ich. Bitte sei schon wach. Schön. Zeig mal her, deine Ware. Mohn. Ah, das kostet ja nichts. Macht keinen Unterschied. Kann ich eigentlich beides kaufen, wenn das so billig ist. Warum schleppe ich eigentlich den Kohl schon wieder mit? Naja, ist egal. Oh, und die noch. Oh ja, das hat gut Geld gebracht. Er ist fast pleite. Dann, wenn das so ist, nehme ich dir 16 und 13. Nehme ich dir alles ab. Und ich habe noch genug Kohle über. Alles gut. Ja, rote Beete. Wo könnte ich jetzt rote Beete herbekommen? Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Abstecher in die Richtung. Branica und Baranica oder wie die heißen. Und von da aus geht es dann einfach wieder nach Haus. Wer wohnt jetzt hier? Noch so ein Zwischendorf. Ah, das ist ja cool gemacht mittlerweile. Also dieses Dorf hier, dieses Dorf, diese Dörfer, die ziehen sich hier jetzt über die komplette Strecke. Da sind überall zwischendurch stehen so Hütten rum. Wölfe gibt es auch ohne Ende. Meist so zwischendrin. Apropos Wolf, der Nachbarshund ist auch schon wieder unterwegs. Ah, guck mal, wenn ich nicht rede, löst er das Mikro auch nicht aus. Ich weiß nicht, ob er den im Hintergrund hört. Tut mir leid, sonst der ist gleich wieder weg. So, da ist schon das Dörfle, was wir gesucht haben. Und da ist auch ein Händler. Lubomira. Hast du wohl Samen? Nee, 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 stopp. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das hier. Beutel, Tasche, Flachs, Leinen, Wolle. Nee, das ist nicht das, was wir suchen. Plus 6 Kilo Gewicht zum Tragen. Ja, das ist mir nicht wert. Baue ich lieber nachher selber. Boah, ich könnte natürlich jetzt auch noch ein bisschen Flachs kaufen, ne?
Komm, wir kaufen noch 2 Einheiten Flachs oder 3. Machen wir 3. Dass ich da auch noch mal... Jetzt sag mir bitte, ich habe die richtigen gekauft. Ja, habe ich. Okay, gut. Dann nächstes Dorf. Irgendwo wird es wohl hier noch rote Beete zu holen geben. Und sonst muss ich die Runde einfach da Richtung Unigosdorf ausweiten. Irgendwo wird es schon was geben. Irgendwo wird es schon was geben. Ich finde das cool, dass du mit diesem Essen vom Saisonwechsel die ersten, ja, 1,5 Tage schon klarkommst, ne? Dann musst du dich immer nur 1,5 Tage über Wasser halten mit dem Essen. Was ich schon höchst interessant finde auch. Da müssen wir hin. Was dran vorbeigerannt. So, wer von euch hat den Samen für mich? Norbert? Bitte? Ach Mensch, zeig mal deine Ware her. Der hatte Wolle. Dünger und Kohlsamen, mehr nicht. Herrje, muss ich jetzt echt hier die große Runde laufen? Ja, dann geht's jetzt nach Bosorovo oder wie das da heißt. Ich brauche doch nur rote Beete. Ist ja eh immer das letzte Dorf, wo man hinrennt, ne? Ist ja meistens so. Aber auf der anderen Seite, je mehr Feld wir haben, je schneller kommen wir zum Pferd. Da sind Wiesens, die ignorieren wir mal getrost. Da ich nicht einen einzigen Speer in der Tasche habe, muss das nun wirklich nicht sein. Schon interessant, hier durch diesen düsteren Nebelwald zu laufen jetzt. Da ist noch ein Stück. Borovo. Gemütlich, gemütlich. Das ist nicht mal getürmt, ne? Hätte ich jetzt auch, wenn ich irgendwie ein Katana gehabt hätte. Ab mit dem Kopf. Dann wäre das erledigt gewesen. Da wär's. So, also hier gab es, glaube ich, den, wie heißt der, Falibor oder so ähnlich. Genau, der macht Werkzeuge. Und dann wird es wahrscheinlich hier die Ida sein, die hoffentlich mit Samen dienen kann. Nee, die hat nur Eier. Vielleicht dann doch der andere Typ, hier der Falibor. Wir gucken mal. Oder hat das Dorf gar keine Samen? Ne, scheinbar nicht. Naja gut, jetzt sind wir ja eh fast hier. Dann können wir auch nochmal auf die andere Seite hier rüber rennen. Ja ne, die Brücke ist mir jetzt zu weit weg. Dann machen wir doch einen auf Querfeld ein. Müssen eh nochmal sauber werden und was trinken. Ab durch die Mitte. So, da sind wir schon. Aber ich glaube, hier hatte ich doch schon geguckt. Hier gibt es die nicht. Muss ich dafür jetzt echt da unten hin? Ach, oder hier bei Dagobert drüben, ne? Das wäre natürlich auch nochmal eine Option. Na, ist egal. Jetzt laufen wir weiter. Richtig, Dagobert. Das eine Dorf da hinten noch. Das ist ja was. So viel Laufarbeit für ein paar rote Beete-Samen.
Ja, aber ich würde sagen, wir verarbeiten erstmal, was wir haben. Und dann renne ich nachher nochmal los. Ich will jetzt hier nicht den ganzen Tag durch die Gegend laufen. Das ist ja auch Käse. Dieses ekelhafte Schlickwetter sollten wir nutzen. Da ist das Umgraben leichter. Das Pflanzen ist viel angenehmer. Ich hatte mich, glaube ich, auch in der ersten Staffel, wo ich das für YouTube aufgenommen habe, auch schon gefragt, warum man die Pflanzen nicht gießen muss. Mittlerweile weiß ich's. Es regnet ja in regelmäßigen Abständen. So, wo wollen wir hin? Scheune, ne? Hm. Einmal Flachs und Mohn verarbeiten. Hä? Warum habe ich denn jetzt hier keine Option mit dem Mohn? Option mit dem Mohn? Hier auch nicht. Ah. So geht das. Das ist ja lustig. Warum mache ich das nicht da beim Dreschen? Weiß ich auch nicht so genau. Also noch dreimal Dünger für Flachs. Gehen wir mal gerade gucken, ob wir noch ein bisschen Kacke haben. Und dann kümmern wir uns mal ums Aussäen. Haben wir ein bisschen Kacke? Oh ja, ein bisschen mehr sogar. Flachs können wir wieder rüberschmeißen. Halt, und Stöcke auch. Habe ich gerade noch im Augenwinkel gesehen. Und den Kohl können wir auch noch ins Lebensmittellager werfen. Den brauchen wir jetzt ja auch nicht mehr. Also dann die Hake wieder zurück. Tasche hatte ich mir schon geholt. Die Sichel brauche ich nicht. Wir brauchen Haferkorn, Zwiebelsamen und Kohlsamen. Plus das, was wir haben. Kommen wir mit klar. Oh, guck mal hier. Da wird schon Süppchen gekocht. Finde ich gut. Mhm. Machen wir die 19 Dünger noch fertig. Nee. So machen wir das. So, dann fangen wir erstmal an mit wo war Flachs nochmal? Da, drei Stück. Also nochmal drei Flachsfelder düngen. Das machen wir als erstes. Und dann machen wir mit Kohl weiter. Wo war denn mein Feld nochmal? Ach ja, hier. Drei Stück. Bin echt gespannt, wie weit wir hier kommen. Also wo ich mir auf jeden Fall schon mal sicher bin, dass wir aus dem, was wir hier rausbekommen. Ja, wobei vielleicht nicht das ganze Feld. Ich kann mir vorstellen, dass wir da noch mal ein anderes Verhältnis nachher haben. Aber zumindest schon mal ein ganzes Stück mehr vom Feld bestücken können. Sehr cool. So, dann haben wir das. Ja, dann geht es eigentlich hier los mit Hafer. Können wir auch hier oben anfangen. Gerade noch mal gucken, ob das wirklich richtig ist. Aber müsste. Ja, passt. Ah.
Hafer, Zwiebeln und den Rest machen wir dann mit dem Kohl. Ach, Mohn haben wir ja auch noch, ne? Aber erst mache ich den Kohl fertig tatsächlich. Ich habe überhaupt gar keine Idee, was ich mit dem Mohn nachher wieder anstellen soll. Wie gesagt, wir kriegen so viel Dünger rein. Ich denke, dass wir das alles ganz gut geregelt bekommen. Zur nächsten Nacht laufen wir einmal rüber zu Dagobert. Gucken wir nochmal, was da los ist. Weil da rote Beete kriegen. Und wenn da auch nichts ist, klappern wir vielleicht das Dorf dahinter auch nochmal ab. Dann können wir nachher nochmal schnell die Sachen verarbeiten, die wir eh schon haben. Und um Essen muss ich mich gleich noch kümmern. Zwiebeln. Ei, der Daus. Aber das erklärt, warum es früher so viele Bauern gab. Wenn man mal überlegt, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Ich meine, heute ist die Arbeit eines Landwirts immer noch meiner Meinung nach super, super anstrengend. Viel anstrengender, als sie sein müsste wahrscheinlich. Aber ja, zu der Zeit möchte ich das nicht gemacht haben müssen. Sagt man das so, gemacht haben müssen? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, ich würde es aber auch zur jetzigen Zeit nicht echt in Wirklichkeit gemacht haben müssen. Das macht keinen Spaß. So, neue Kacke haben wir auch schon wieder in der Tasche. Alleine der Teil. Ugh. Ich meine, jetzt mit Gummistiefeln und Heugabel da in dem Zeug da rum eiern, okay. Aber ich glaube, diese Düngegruben. Nee, das wäre nichts für mich. Stelle ich mich da ein bisschen an? Nein, das ist nichts. Ja, mega. Da haben wir die Zwiebeln jetzt auch durch. Oh, hallo Hühnchen. Ich glaube, das Kohlfeld kriegen wir auch fertig. Na, wahrscheinlich nicht ganz. Ja, aber ich bin schon guter Dinge, dass wir... Wobei, ich habe ja noch Dung in der Tasche, ne? Oh, aber liebe Schwein, du musst da gleich mal aus dem Weg, glaube ich. Ein einziges im Ernst jetzt. Laufen wir gerade noch mal zurück. Ich glaube, ich müsste Dung noch eingepackt haben. Jo. Nicht viel, aber ein bisschen. Dann gucken wir gleich mal, was wir noch so an Pilzen und so futtern können. Neues Niveau Landwirtschaft. Was gibt's da? Das haben wir schon, das haben wir schon. Knight Rider, cool. Das ist auch gut. Bringen uns jetzt gerade noch nichts. Das ist gut. Obst, ach so, für Obstgärten. Ja, so weit sind wir ja noch nicht. Geschickter Landwirt. Gewissenhafter Landwirt.
Gibt's weniger Ausdauer? Einmalig zusätzlich gesammeltes Korn und Gemüse um 100%. Das ist geil. Haltbarkeitsverlust oder weniger Ausdauer. Ich glaube, ich nehme den Haltbarkeitsverlust. Ja, machen wir. So, Essen. Pilze. Jawohl, wenn ich die alle gefuttert habe, dann sollte es passen. Da muss ich tatsächlich immer wieder drücken. Ich hoffe, ich haue mir jetzt gleich nicht noch den Dünger in den Kopf. Geht das überhaupt? Nee, geht nicht, Gott sei Dank. Ich wäre der Erste, der das machen würde. Und das nicht mit Absicht. Oh, Schweinchen. Oh. Hast du da jetzt einen Haufen gemacht oder habe ich dich jetzt... Habe ich jetzt... Oh nein, ich habe mein Schwein gehauen. 74% Zustand. Na okay, hat wohl nicht so viel ausgemacht. Oh nein, jetzt habe ich Schweineblut hier auf meinem Feld. Aber das ist das nicht auch Dünger? Ich weiß es nicht. Wenn's Gemüse nachher, wenn der Kohl nachher ein bisschen nach Eisen schmeckt, dann wissen wir, von welchem Feldabschnitt das runtergekommen ist. So, also definitiv nächste Saison werden Häuser gebaut. Ich meine, ich glaube nicht, dass die KI das alleine alles hinbekommt. Zumindest nicht im Frühling. Aber so ein bisschen Unterstützung, vor allem wenn ich jetzt überlege, dass wir in Zukunft dann im Frühling wirklich alles hier machen müssten. Plus nochmal das gesamte Flachsfeld. Da sind wir ja ewig mit beschäftigt. Kohlsamen. Ja, und dann geht es schon weiter mit dem Mohn, ne? Da ist schon wieder fast dunkel. Ist dann die Frage, ob wir jetzt erst noch mit dem Mohn weitermachen oder ob wir im Prinzip schon wieder da nach Dagoberts Dorf darüber rennen, um da mal wegen Rote Beete zu gucken. Und dann wäre halt auch noch die Überlegung, ob man ein Ressourcenlager oder irgendwas mal in der Nähe von einem der Städte, wahrscheinlich am besten in der Nähe von der Hauptstadt, wo hier immer der Königstyp und Unigos und so ist, so nah wie möglich daran basteln. Damit ich dann nachher die Option habe, die Sachen, die ich verkaufen will, dann einfach da rein zu pfeffern. Und die dann nicht immer quer über die Map tragen muss. Weil ich glaube, das war damals zumindest so, dass die Speicher sich zum einen kombinieren und auch, ja, ist übertragbar das richtige Wort, aber die sind, hängen halt alle zusammen. Oh Mist. Ich glaube, mir fehlt jetzt tatsächlich ein, ja, mir fehlt ein Leder, um einen neuen Sack herzustellen. Das ist ja blöd. Ein Leder fehlt. Kriege ich das denn jetzt wohl noch? Die haben noch alle schon... Ne, haben sie nicht. Ist nachmittags erst. Ja, dann warten wir. Vielleicht kriegen wir das ja gleich noch. Dann renne ich vielleicht doch jetzt erst noch zu Dagobert rüber, oder? Was sagt's Inventar? 110. Ja, wir gucken gleich mal.
ob wir da noch was in der Kiste haben. Dann rennen wir mal rüber zu Dagobert und gucken da noch mal nach roter Beete. Das hat ja sonst keinen Wert hier. So viel mega viel Dünger haben wir ja eh nicht mehr. Also noch mal ein Hammer weg. Noch mal eine Schaufel weg. Die Pfeile können weg. Das nehme ich schon mal mit. Pelze, Rundholz, Steine, Stöcker. Nee, das lassen wir alles. So, dann mal auf rüber Dagobert besuchen. Ich habe mich auch immer noch nicht darum gekümmert, dass ich mal heiraten kann hier. Sollte ich mir auch mal unbedingt auf die Agenda schreiben. Laufen wir hier so grob richtig? Jo, so grob genau. Das ist gut. Ja, da so. Nutzen wir das Fließgewässer zum Trinken. Auch mal gespannt, ob die irgendwann mal einführen, dass man das Wasser erst noch abkochen muss oder so. Wobei im Mittelalter war der Fluss wahrscheinlich noch so sauber. Konntest du da direkt raus trinken. Wobei, haben die da nicht immer ihre Wäsche drin gewaschen und so? Ich weiß es nicht. Das wäre auch noch cool. Das habe ich, glaube ich, auch in noch keinem einzigen Spiel gesehen, was irgendwie so mit Mittelalter zu tun hat. Dass man wirklich seine Klamotten auch waschen muss und so eine Sachen. Oder habe ich einfach das Spiel noch nicht gespielt, was das kann? Wäre auch möglich. Mathilda, Dagobert? Ne, Dagobert war hier der Samentyp. Der ist natürlich hinten auf dem Feld. Dagobert, warte doch mal. Danke. Zeig mal deine Ware. Mohn, Kohl, Dünger, Hopfen. Kaufe ich davon welche? Doch, hier, rote Beetesamen. Guckt's euch an. Nehmen wir die 6, die ich kaufen kann. Und dann verkaufen wir hier schon mal ein bisschen was. Hammer weg, Hacke weg, Pfeile weg. Und mit dem restlichen Geld würde ich dann einen Hopfensämling, der im Obstgarten gepflanzt werden kann. Dadurch erhältst du Hopfen, kann nur von Händlern erworben werden. Ach du, wieso nicht? Wow, Moment mal. Alles klar. Ich hoffe, der Baum bleibt für immer oder was auch immer das ist. Aber 500. Okay, nee, dann kaufen wir davon lieber noch ein bisschen rote Beete. Zack. Okay, so, dann haben wir zumindest, was wir haben wollten. Und jetzt würde ich tatsächlich noch mal gucken, dass wir hier vielleicht... Ach, ich habe nicht mal eine Axt dabei, ne? Nee, komm, ist egal. Wir laufen jetzt wieder nach Hause zurück. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass diese eine Ledertasche, die wir da haben wollten, da drin ist. Und dann machen wir erst die rote Beete. Und danach dann Mohn. Weil rote Beete ist ja jetzt begrenzt auf das, was wir haben. Und Mohn können wir ja im Prinzip schon wieder ein ganzes Feld voll machen. Wenn das nicht reichen sollte vom Dünger her, wäre ich da jetzt auch nicht so böse drum. Nicht rote Beete, Mohn meine ich natürlich. Ich meine natürlich Mohn. Ja, dann ist hier wieder einer abgebrochen. Ne. Haben wir ja heute doch einen sehr farmlastigen Stream im anderen Sinn, im wahrsten Sinne des Wortes sogar. Nicht im Sinne von wir farmen Ressourcen oder so, sondern wir waren den ganzen Tag auf der Farm am Gang. Heute quasi Farming Simulator, hier Landwirtschaftssimulator, so heißt das Ding noch. Nur ohne Tecker. Heute Landwirtschaftssimulator ohne Trecker gespielt. Ist ja auch mal was. Guck, ich glaube, das geht im Landwirtschaftssimulator gar nicht, dass du das alles per Hand machst. Da musst du einen Trecker nehmen. So, also erstes Ziel, die
Kiste hier wegen Leder. Da ist das Leder, was wir brauchen. Und die Kacke nehmen wir auch noch mit. Tasche. Sehr cool. Hatte ich die Kohlsamen? Nee, kann ich ja nicht, sonst hätte ich ja nicht noch welche über. Dann verarbeite ich das jetzt erstmal schnell. Dann ist das erledigt. Dann verarbeite ich die restliche Kacke. Mal gleich mal kurz gucken. Reicht die? Ich habe noch 17 Kacke und rote Beetesamen habe ich nur 9. Ja, guck, dann machen wir das doch erstmal fertig. Dann müsste doch hier jetzt quasi die rote Beete drin stecken. Das habe ich nie mitgezählt. Ich glaube, das waren jetzt 8. Hä? Oh nein, ich habe die Hacke verkauft. Boing. Na gut, dass ich noch eine in Reserve habe, wa? Also. 1, 2, 3, 4. Passt. So, bevor ich sähe, noch mal vorsichtshalber reingeguckt. Jo, passt. Also, dann rote Beete. Da ist es. Ja, Wollo. Also, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das jetzt wirklich Mohn sein, wo ich da gerade war. Aber auch da gucke ich lieber nochmal nach. Mohn. Zwischen rote Beete und Hafer. Hafer hatten wir schon angebaut, also passt das. Ja, also das Feld kriegen wir auch auf jeden Fall durch. Tutto completi. Und ja, den restlichen Dünger würde ich sagen, heben wir halt einfach mal auf. Und dann können wir vielleicht doch schon mit dem Hausbau anfangen. Da sollten wir ein bisschen was hinkriegen hier im Frühling. Ach schön, es gibt doch nichts über Feldarbeit im Dunkeln. Ja, also Frühling wird auch definitiv eine Jahreszeit sein, zumindest solange wir noch keine Unterstützung haben, wo wir die Nächte halt auch mit zum Arbeiten nutzen müssen. Weil sonst kriegen wir das zeitlich einfach nicht hin hier mit den Feldern. Und das ist nun mal der Kern des Spiels. Also wenn du die Felder da nicht in Gang kriegst, kriegst du im Prinzip das Spiel auch nicht wirklich voran. Ja, muss halt sein. Das ist im Prinzip, ja, du kommst nicht drum rum. Also Felder ist wirklich das Allerwichtigste. Mohn. Bin ich gespannt. Dann halt auch wieder die Sache, wenn ich jetzt die Scheune hier voll besetze nachher mit den Jungs, dann
kommen die im Frühling überhaupt nicht hinterher. Und in den anderen Jahreszeiten langweilen sie sich. So, guck mal, da kann ich nochmal 13 Dung verarbeiten, aber das machen wir nicht mehr heute. Das rüber, das rüber. Die Mohnsamen rüber, den Dung rüber. Das Roggenzeug hole ich rüber. Gut. Und dann werden wir das jetzt so machen, wie ich schon angekündigt habe. Ich werde zwischen diesem Stream und dem nächsten Stream, wenn ihr Lust habt, am Freitag um 12 Uhr nach jetzigem Stand, wie ich schon am Anfang gesagt habe, kann sein, dass der ganz ausfällt oder auf jeden Fall nur sehr kurz wird. Hängt jetzt davon ab, was morgen bei der Tür rauskommt. Ja, ich werde es aber auf jeden Fall, wenn er ausfällt, im Kalender vermerken. Und wenn er kurz werden sollte, gut, dann wäre das dann halt so. Das würde ich dann dementsprechend ankündigen. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.